In diesem Video präsentiere ich die kroatische Inselwelt. Es gibt insgesamt 1165 Inseln an der Adria, die zu Kroatien gehören, von denen 698 Inseln, 389 kleine Inseln und 78 Riffe sind. Es ist das größte Inselwelt an der Adria, aber nur das zweite im Mittelmeer, weil das griechische Inselwelt noch größer ist. Von den 698 Inseln haben nur 47 eine ständige Bevölkerung. Die Hauptbeschäftigung der Inselbevölkerung ist Landwirtschaft, hauptsächlich Weinbau und Olivenanbau, Fischerei und Tourismus. Und jetzt die größten Inseln. Erst die Zres, die zweite ist die Insel Krk und die dritte ist Insel Brač. Und jetzt nach Angaben der Bevölkerung. Erst Insel Krk, die zweite ist Insel Korčula und die dritte ist Insel Brač. Interessanterweise ist Zres die größte Insel mit ca. 3200 Einwohnern, steht nur auf Platz 12 an dieser Liste, mit einer sehr niedrigen Bevölkerungsdichte. Die vom Festland am weitesten entfernte Insel ist Palagruža. Es ist näher an Italien als an Kroatien. Überraschenderweise hat es eine ständige Bevölkerung, eine Familie lebt im Lichtturm. Die südlichste Insel ist jedoch die winzige Otočić-Galijula, die auch der südlichste Punkt des Landes ist. Fast alle sind Kalksteininseln, finden selten Sand wie die Insel Susak. Deshalb sind die meisten Strände felsig oder kieselig. Der natürliche Sandstrand ist sehr selten, aber es gibt's. Zum Beispiel Paradise Beach, Lopar, Insel Rab und Parzina Beach, Insel Ilovik. Der Vegetation der Insel ist vielorts sehr spärlich, insbesondere auf den nördlichen Insel auf der Ostseite. Das ist auf den Wind zurückzuführen, der aus den Bergen weht und heißt Bora. Dieser Wind kann mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 km pro Stunde wehen. Daher sind die meisten nördlichsten Küsten Mondlandschaften, auf denen kein einziger Grasbüschel wirklich wächst. Am Ende schauen wir uns ein paar schöne Strände an, aber nicht die bekannten Zlatni Rat oder ähnliche Strände, die alle kennt. Mein Lieblings ist Plaža Sveti Ivan Beach an Insel Zres. Es kann nur vom Meer oder von der Stadt Lubenice an Land auf einem schwierigen Weg erreicht werden. Deswegen gibt's hier nie Überfüllung. Wenn du nach einem ruhigen Ort suchst, hast gefunden. Nächstes Strand ist die Ručica Beach an Insel Pag. Seine Besonderheit ist, dass dort befindet sich einfach nichts. Nur Felswanden überall ohne einen Baum oder einen Busch. Als ob wir nicht auf diesem Planeten wären. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Tschüss.